Willkommen in der Geistervilla mit Kara und Alice bei Detroit Become Human. Wir öffnen mal das Tor zur Geistervilla und ich bin nicht sicher, ob das Haus oder der da lebt, uns weiterhelfen kann. Das sieht schon recht. Also, wir hatten uns darauf aufmerksam gemacht. Wer hat uns hier hingeführt? War das nicht dieser Putzroboter? Gesundheit. Die Kara ist ja auch dumm. Nicht dumm, sondern unhöflich. Nicht mal Gesundheit sagen. Mal schauen. Ach, ich muss klingeln. Erstmal warten. Jetzt kann ich nochmal klingeln. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Kommt rein. Nicht so schüchtern. Wer ist dieser Slatko? Wer so heißt, dem ist nicht zu trauen. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ich traue ihm nicht. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Das ging alles viel zu schnell. Hat uns viel zu schnell reingelassen. Alles, was wir. Er hat uns viel zu schnell reingelassen. Brauchen es im Keller. Sollen wir jetzt in den Keller gehen? Das ist auch keine gute Idee. Mann! Wer weiß, was der mit uns macht? Unsere Teile sind bestimmt recht wertvoll auf dem Schwarzmarkt. Oh Gott. Ich mag das Haus nicht.
Und den Mann. Ich auch nicht. Irgendwie, ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Das wird ja immer schlimmer. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Komm, Alice. Hier lang, bitte. Was war das jetzt? Wir haben irgendwas freigeschaltet. Und der Bulle verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Ach du Scheiße. Stell dich bitte da drüben hin. Sieht nicht gut aus. Ich will da nicht rein. Hallo. Der ist auch ein bisschen komisch, so. Recht schweigsam, zu schweigsam. Aber ich muss wohl. Ah, scheiße. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja. Man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Ich wusste es. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Nein. Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Kann ich hier irgendwas machen? Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Nein. Ich will nicht. Oh Gott. Kann ich jetzt irgendwas machen hier? Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir. 6%. Es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Oh nein. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme Kleine. Speicherschaden festgestellt. Deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Mist. Kara, wach auf, Kara! Rette mich.
Wir treffen uns im Wohnzimmer. Was? Finde einen Weg zur Flucht. Einen Kurzschluss verursachen? Aber wie? Indem ich das Kabel ziehe. 40%. Wie mache ich das? Oh Gott. Und nun? Prozent. Mann! Ich hab echt Angst jetzt. Was mache ich denn jetzt? Na, wie denn? 96, ja genau, so schnell. Ich konnte gar nichts machen! Was hätte ich denn machen sollen? Klasse, ey. Mein Speicher wurde doch nicht ganz gelöscht. Es gibt vielleicht noch ein Backup. Wer ist das? Er hat ihren Speicher gelöscht. Nein, das darf nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Ich muss mich erinnern. Der sieht auch nett aus. Oder eklig, eher gesagt. Sollte das jetzt so sein? Sollte der Speicher gelöscht werden? Konnte man da nichts anderes machen? Ich bin Kara. Du bist Kara.
Kann man da hochgehen? Nein. Die Jacke. Ah, da gibt's nichts zu gucken. Doch, jetzt. Macht es euch gemütlich. Erinnere dich, los! Erinnere dich. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Da gab's doch noch was. Ach Mist. Die Steuerung manchmal ist echt. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Mein Name ist Kara. Wo geht's da lang? Er ist nicht mein Besitzer. Ich glaube, es hackt. Ich habe keinen Besitzer. Wir müssen uns erinnern. We must remember. Kann ich hier... Naja, kann ich... Bestimmt auch ein Erinnerungsstück? Nein. Zugeschlossen. Ein Vogel. Der aber keine Erinnerungsstücke zurückbringt. Vielleicht regelt Alice den Rest. Vielleicht lässt sie uns erinnern. Wo ist denn hier der Typ? Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Ja, ciao. Oh, Mist. Lecker. Wo ist Alice? Bring den Kadaver weg. Nach dem Mann. Die Scheißschaffe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich gegen eine Beschützung Buch einfach verlassen. Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Luther! Luther? Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an. Und dann schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Kleine. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Ich habe nicht mal lange, um mich zu erinnern. Mist. Das Mädchen. Erinnern. Erinnere dich.
Ein Androiden-Eisbär. Erstmal schaue ich mich hier nochmal um, bevor ich den Käfig öffne. Ob das eine gute Idee ist. Mein Name ist Kara. Alice? Finde Alice. Ich öffne mal den Käfig. Mal schauen, ob das eine gute Idee ist. Macht er gar nichts. Aber er könnte später vielleicht was machen. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Was machst du da? Du tust mir doch nicht weh. Nein, 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 das tust du nicht. Ich suche ein kleines Mädchen. Hast du sie gesehen? Ein kleines Mädchen? Nein, 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 hab's nicht gesehen. Wirst du still sein, wenn ich dich loslasse? Ja, ja, versprochen, ich bin still. Schalt mich nicht aus. Nein. Ist das die gute Wahl? Nein, natürlich nicht. Alice! Oh. Da ist der. Der schläft. Keine Zeit zu lesen. Sie ist nicht geladen. Mist. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Okay, dann lese ich mal. Arktische Spannungen eskalieren. US-Schiffe beschossen. Berichten zufolge hat ein russischer Flugzeugträger in der Arktis auf ein amerikanisches Patrouillenboot gefeuert. Das US-Schiff hat das Feuer erwidert. Es wurde kein Schiff beschädigt. Präsidentin Warren nannte kürzlich Russlands Aktivitäten in der Arktis ein Verbrechen gegen die internationale Gemeinschaft und bezog sich auf den Abbau wertvoller Mineralien aus dem Schelfeis. Ich weiß nicht, ob die Zeit weiterläuft. Ich kann so nicht Henora lesen. 6. Anscheinend läuft die Zeit weiter. Ist denn hier Alice? Lauf doch mal schneller. Alice, bist du hier? Schön, danke. Einige Bewohner Detroit sind heute Morgen von einer wilden Verfolgungsjagd aufgeschreckt. Ich hab da keine Zeit. Meine Güte, wo ist denn die? Es tut mir so leid.
Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Kleine. Scheiße. Sofort, Slatko. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein. Ich muss jetzt die Knöpfe gedrückt halten. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Scheiße. Wo sind sie? Luther! Finde sie! Verdammt nochmal! Oh Gott. Mann! Ich schaffe es nicht. Sind aber übelst. Das sind schon wieder. Die machen nichts als nervt. Oh oh, er hat die Knarre. Nein! Das ist sicher. Meister! Ja, ich muss sie warten. Sie sind hier! Sie dürfen nicht anhalten. Ich hätte ihn abschalten sollen. Ich weiß, dass du da bist, Miststück. Guck raus. Hol die Taschenlampe. Sie liegt auf dem Tisch. Komm schon, komm raus. Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Ich hätte deinen Speicher nicht löschen dürfen, okay? Das tut mir jetzt leid. Jetzt noch. Wecken. Komm nach Hause und alles kommt in Ordnung. Ich helfe euch. Denk an das kleine Mädchen. Sie hat bestimmt Angst. Sei doch vernünftig. Komm raus und alles kommt wieder in Ordnung. Hast du sie? Nein, Slatko. Ich suche noch. Na dann, mach mal hin, du Vollidiot. Ich will sie zurück, kapiert? Das wirst du mir noch büßen, du Miststück. Ich schwöre, das wirst du mir büßen. Ah. Ich weiß, wo du dich versteckst. Das Spiel ist aus. Und ich werde dafür sorgen, dass es dir leid tut. Oh. Oh.
schon. Raus! Nein! Scheiße. Lauf doch! Oh, Alice! Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Lauf doch mit! Du warst gewarnt! Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg! Nein. Nicht diesmal. Geh aus dem Weg, oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Was fehlt euch ein? Das ist die Rache. Was wollt ihr hier? Habt euch rausgelassen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Gehorcht mir. Ich bin euer Meister. Ich bin euer Meister. Rache! Das tut gerade so gut. Ich bin ein böser Mensch. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dir vertraue ich. Dich und die Kleine. Komm schon, sag ja. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Oh, was für eine Folge, ey. Flucht aus dem Haus. Hier könnte man sehr viel machen, ey. Was? Hä? Alter. Luther stößt zu Kara und Alice. Ja. Ja, der Weg hier ist... Boah, der ist richtig lang. 67% abgeschlossen. Das... Hier konnte man... Kara wird zurückgesetzt. Das... Man konnte... Also man musste nicht zurückgesetzt werden. Das ist wahrscheinlich der Weg, wenn man... irgendwas gemacht hat, um... den Löschvorgang zu unterbrechen. Aber ich weiß nicht, was das gewesen ist. Was man da machen musste. Aber egal, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben... Ja, genau. Wir hätten den ganzen Scheißweg hier überspringen können, oder? Sieht fast so aus. Naja. Wenigstens war es spannend. Connor. Was mit Connor passiert und warum wir wieder hier sind, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.